Infinity Mind möchte ich dir in diesem Video vorstellen. Was ist Infinity Mind, wozu dient es und was für einen Effekt hat es? Ja? Und zwar ist das eine der Frequenzen, wo ich gesehen habe, dass da die meiste Party abgeht. Ja? Und was meine ich mit meiste Party? Das ist das, wo ich gesehen habe, wenn man diese Frequenz hört, wird unmittelbar nach dem Beginn, also nach den ersten Minuten, fängt es an, dass dieses Schwarze beim Meditieren verschwindet, Blitzlichter kommen, Visionen kommen, mystische Erfahrungen, luzide Träume, außerkörperliche Erfahrungen, Seelenreisen und so weiter. Du kennst vielleicht die Deep Mind Serie, die ich gemacht habe, die eben diese drei Gehirnareale trainiert, um eben solche Erfahrungen zu indizieren. Und die Infinity Mind ist eben eine Frequenz, die anders ist, die nichts mit dem Paket zu tun hat, was eben das Training voraussetzt, sondern das ist eine Frequenz, die dafür zuständig ist, dass dieser Zustand indiziert wird, dass etwas passiert. Ja? Was jetzt nicht heißt, dass die anderen nicht gut sind, sondern die anderen trainieren das, damit hier bei dieser Frequenz die Party bei dir richtig losgeht. Ja? Es ist eine ganz, ganz spezielle Musik. Man kann das mit etwas sehr wenig mit ihm das vergleichen. Ich spiele es dir einfach mal vor. Das Ganze baut auf vier Phasen auf. Die erste Phase, also die Frequenz dahinter, ist eine Frequenz, als ich in tiefer Trance war und Transzendenzzustände erlebt habe. Du weißt ja vielleicht, dass ich das große Mysterium geschrieben habe, was eben dafür zuständig ist, dass man, wo es eben darum geht, eben, also wo ich in Seelenreisen war und in Transzendenzzuständen eben mit anderen Bewusstseinsformen Kontakt hatte. Und aus diesem Zustand heraus kann man am EEG sehen, was ist mit mir im EEG passiert, und ich habe versucht, mit meiner Frequenz, mit dieser Frequenz eben genau diesen Zustand der Transzendenz zu simulieren, damit man eben solche erweiterten Bewusstseinszustände auch erleben kann. Also ich spiele es mal vor, das Ganze fängt eben so an, so mit einer chilligen Musik in der Nacht, und dann baut sich sozusagen die ganze Geschichte auf, wie du weißt, wenn du Brainwave 3D-Frequenzen hörst. Ich produziere alles mit Geschichten. Jede Frequenz ist ein Abenteuer, was man musikalisch macht und dann erlebt. Und das Ganze baut sich dann auf. Und da kommen immer neue Sachen hinzu, wie jetzt dieses Rascheln. Und die Frequenz nimmt dich einfach mit. Ja? Und dann geht es in die zweite Phase später. Ich habe jetzt den Übergang weggetan, wo es eben in diese Trance hineingeht. Und wie du hörst, die Musik, die ich produziere, die wirst du so nirgends hören. Das ist eine ganz, ganz spezielle Musik, die eben auch in 3D gemacht ist, wo man eben in diese tiefe Trance hineinkommt. Und dann baut sich darauf eben die nächste Phase auf, wo man dann in diese tiefe Trance hineinkommt und eben dann auch mystische Erfahrungen erlebt, weil man das Gefühl hat, man ist gerade irgendwo anders, und am Schluss flacht das dann mit diesem Gesang ab. Und damit kommt man dann wieder zurück in den gegenwärtigen Moment. Und das ist diese Frequenz, die als wundervolle Unterstützung zur Deep Mind Volume 1, 2 und 3 Serie gedacht ist, wo man dann einfach die da später hören kann und direkt schon auf ein Abenteuer gehen kann. Und vor allem, wie du weißt, es sind nicht nur Frequenzen, die mystische Zustände erleben, sondern auch Musik selbst. Und ich versuche, meine Musik so zu produzieren, dass sie eben ein Abenteuer, seine Geschichte erzählt, und die Frequenz unterstützt sozusagen dieses musikalische Abenteuer, diese Reise, die man da sozusagen macht. Es ist auf jeden Fall ab jetzt verfügbar. Hörst dir an, und ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback und kann es kaum erwarten, von dir zu lesen. Ab jetzt auf jeden Fall im brainwave3d.com verfügbar und auch in unserer Brainwave 3D App verfügbar. Und viel Freude damit, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.